Also, das ist ja mal eine Wendung, wa? Sind aufgeregt, da kann ich nicht hingehen. Oha, oha, jetzt bin ich aber mal gespannt. Stadt wurde auch beschissen gebaut, wa? Sag mal, wo soll ich denn hingehen hier? Zu meiner blöden Bruderschaft zurück. Oh, natürlich geht die Schnellreise da hinten hin nicht. Ach so, ich schwimme ja auch gerade. Oh nein! Karte, ich will jetzt rüber. Rüber, los! Verfolgt wirst. Von welchen Wachen werde ich denn bitte verfolgt hier? Mein Pferd ist auch nicht da. Und mein anderes Pferd ist da hinten. Gib mir diese Dinger. Ich muss, sollte jetzt erstmal ein bisschen flüchten, wa? Da ist noch was. Und irgendwas, wo ich schon war. So kann ich jetzt endlich reisen. Wo muss ich hin? Da runter. Wenn von Wachen von Fahrt bleibt. Wenn ich jetzt den ganzen Weg allein laufe. Welche Waffen verfolgen mich denn? Ach, ich bin hier. Ach, ich bin schon voll weit wieder gelaufen, oder? Hab ich so das Gefühl. Ich wollte schon sagen, ja, ich bin ja hier schon wieder ein Dingens fast. Das ist ein Troll. Boah, ja, jetzt nerv ich mal nicht. Schnell, ich muss dich töten, lass mich in Ruhe. Wahnsinn. Ja, wollte schon sagen, ich bin ja schon wieder fast im Mortal. Ey, welche Wachen wo denn verfolgen mich, bitte? Immer noch. Kann ich jetzt reisen? Ja, warte mal. Nein, nicht dahin. Ich will dahin. Ach Mann, jetzt hör doch auf hier. Ja, endlich! Oh Mann, ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert ist. Hallo. Ich habe gehört, ich muss zurück zu meiner Bruderschaft. Meinen Brüdern da hinten. Zu Dingensen. Steig ab, los. Ist das nicht hier? Nee, das ist da drüben. Was sind das für Gegner? Yo, ich werde hier angegriffen direkt. Oha, direkt wieder so ein paar beschissene Kaiserliche oder was? Er ist umgefallen. Mein blödes Pferd. Was macht es? Was passiert hier? Yo. Ich kann nicht rumschreien. Ja.
Jo. Die Rüstungen von denen sind ziemlich krass. Mein Geld liegt noch hier drin. Alter. Mein Geld! Ach, das ist noch da. Sehr schön. Nein, er ist tot. Ich will mein Geld hier rausholen, bevor es zusammenstürzt. Oh mein Gott. Ist das jetzt ein Werwolf oder was ist das? Oh Gott, das ist einer dieser von und meinen Typen. Schnauze da. Zack! Direkt vorne durch. Alter, wo soll ich hin? Er ist jetzt irgendwo in den Flammen gestorben. Ich würde gerne rangehen. Ach, der ist gar nicht so spektakulär so. Jetzt? Ihr lebt also. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ja. Davon gehe ich aus. Die meisten von uns sind schließlich tot. Und bevor ihr fragt, nein, ich glaube nicht, dass ihr es wart. Und sollte ich doch meine Zweifel gehabt haben, sind sie nun ausgeräumt. Ihr habt mir schließlich gerade die Haut gerettet. Vielen Dank dafür. Mhm. Das könnt ihr laut sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier alle verbrennen. Los! Schnell raus hier. Zuhörer. Ich höre. Ich bin eure einzige Rettung. Kommt. Nehmt mich an. Oh, ich dachte schon mal, dass wir schon wieder kuscheln wollten, oder? Ja, irgendwie glitsche ich hier gerade so komisch drin rum. Hallo? Sollte was tun hier? Hallo, habe ich das jetzt falsch gelesen oder bin ich einfach nur doof? Umarme die Mutter der Nacht. Ja, dann umarme ich mal. Ich mache ja so schnell ich kann. Ich kann, verfluchtes Satansweib. Ihr könntet ja auch helfen. Ich bin nicht wirklich für körperliche Arbeit gebaut. Jetzt kommt schon, ihr habt es fast geschafft. Nur noch einmal ziehen. Ja, da. Drückt ihr sie auf? Ich glaube schon. Moment. Ihr müsst mit Astrid sprechen. Hier in der Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Oh. Halt, halt, halt. Nicht so schnell. Ganz ruhig. Hallo. Alles in Ordnung. Ihr habt eine Menge durchgemacht. Warum setzt ihr euch nicht eine Weile hin? Siehst hier? Bei Cities. Ich glaubte schon, wir hätten sie verloren. Los geht's! Ja. So, das hier ist, verbrannte Leichen? Oh Gott. Ich dachte so, was ist das denn? Und so und, da liegt das Blut immer noch rum. Kaum zu fassen. Es hat überlebt. Oder so ähnlich. So, wo soll ich sie denn jetzt finden hier?
oben, wo sie sonst immer rumgammelt oder was? Hallo? Oh, was ist denn mit dir passiert? Oh Gott! Ihr lebt, City sei Dank! Still! Bitte, ich muss euch so viel sagen und hab nicht so viel Zeit. Es tut mir so leid, Pimitus Oculatus, Maru. Er sagte, wenn wir euch ihnen aushändigen, würde er die dunkle Bruderschaft in Ruhe lassen. Für immer. Bei Cities, ich war ja so töricht. All dies, es ist meine Schuld. Es gibt unter uns niemand Besseren als euch und ich hätte euch beinahe umgebracht. Genau wie ich alle anderen umgebracht habe. Nein, ich verdiene kein Mitleid. Ich verdiene jedes noch so grausame Schicksal, das der Fürst des Schreckens für mich vorgesehen hat. Ich habe euch verraten. Und nun hat Maru mich verraten. Wie passt mich. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es war. Vor Cicero, vor der Mutter der Nacht, vor euch. Ich glaubte, ich könnte uns retten. Doch ich habe mich geirrt. Aber ihr lebt. Also gibt es immer noch Hoffnung. Eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Einen Neuaufbau. Darum habe ich das hier getan. Versteht ihr denn nicht? Ich habe zur Mutter der Nacht gebetet. Ich bin das schwarze Sakrament. Ihr hattet recht. Die Mutter der Nacht hat recht. Die alten Bräuche, sie lenken die Wege der dunklen Bruderschaft über viele Jahrhunderte. Es war töricht von mir, sich gegen sie zu stellen. Und um euch meine Aufrichtigkeit zu beweisen, habe ich für einen Auftrag gebetet. Ihr führt diese Familie nun an. Ich überreiche euch hiermit die Klinge des Wehklagens, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Ihr müsst mich töten. Dann muss ich das wohl leider tun. Was ist denn die Klinge hier? Das hier. Ah, das ist schon recht cool. Ihr habt keine Wahl. Ich habe keine Wahl, okay. Kopf, Arm. Wer will noch ein Stück abhaben? Du? Ich schneide die Pute jetzt auf, okay? Nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört hätte. Wie konnte Astrid uns das antun? Seltsamerweise habe ich nur Mitleid für sie. Okay, mit dir ist nicht viel zu reden. Astrid, heiliger Wüstensand, ich verstehe es immer noch. Heiliger Wüstensand, oh Gott. Das, weil er ja aus der Wüste kommt. Ach nee, wo kommt er her? Hammerfell. Oder so. Wir verbrannte Typen hier. Hallo, ich muss nochmal mit dir quasseln, ja. Ist tot. Es ist, wie es sein soll. Möge sie Erlösung in der Leere finden. Doch solange ihr lebt, lebt auch die dunkle Bruderschaft. Wir müssen unseren Kontrakt erfüllen. Kaiser Titus Mede der Zweite muss beseitigt werden. Sprecht mit Amon Moutier.
in der beflaggten Meere in Weißlauf. Er wird den Aufenthaltsort des wahren Kaisers kennen. Doch zuerst informiert Nasir über eure Pläne. Denn ihr seid der Zuhörer und müsst diese Familie zusammenschmieden. Ja, dann sollte ich das mal tun. Ich bin gerade echt begeistert hier alles. Hi Cities. Hey, Nasir. Bei Cities, was für ein... Was? Und was hat sie gesagt? Bla bla und hast du nicht gesehen. Aber das würde ja bedeuten... Ihr meint, es ist noch nicht zu spät? Aber wie? Unser Plan ist gescheitert, alle sind tot. Die Familie... wie ihr wollt, mein Zuhörer. Bringt in Erfahrung, was dieser schleimige Bastard Mortier zu sagen hat und schickt dann den Kaiser zu Cities. Aber wenn ihr dort fertig seid, gibt es doch keinen Grund mehr, hierher zurückzukommen, nicht? Könnten wir uns nicht in der Dämmersternzuflucht ein echtes Zuhause aufbauen? Stoßt dort zu Babette und mir, wenn ihr die Sache mit dem Kaiser erledigt habt. Und keine Sorge, ich finde schon eine Möglichkeit, die Mutter der Nacht zu transportieren. Und jetzt los mit euch! Und kommt mit einem Fass voller Gold zurück, ja? Natürlich. Abed, Kleines, packt eure Sachen, wir gehen. So, und dann komme ich auch mal wieder nach Hause. Sehr schön. So, und dieses Schwert ist extrem awesome. Wenn ich wüsste, woraus das ist. Ich glaube, das ist ein Ebenerzschwert. Sicher bin ich mir nicht. So, jetzt kann ich aber mal da Dingens darüber reiten. So, das ist mal eine sehr spannende Mission gewesen, so fand ich so. Vom Inhalt her. Krass. Lässt bloß nichts in Brand, in Ordnung? Nein, ich doch nicht. Ich muss mal mein Geld loswerden hier. Wo ist mein Geld? Da. Ich hab doch gar nicht so viel Geld. Was ist mein ganzes Geld hier? Ach da. So, kann ich mal meine Scheiße hier loswerden? Ich weiß gar nicht. Ach, ich tue den ganzen Müll einfach hier rein. Zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Jo, jetzt kann ich hier erstmal ein bisschen wieder aussortieren. Sehr schön, das ist ja... Das tue ich ja sonst nicht. Und, ja. Doch, ich bin mit mir gerade ganz zufrieden. Mit dem, was ich hier gerade mache. So, das brauche ich auch nicht mehr. Aber das tue ich jetzt nicht irgendwie da hinten hin, sondern einfach hier rein. Das ist mir jetzt Wurst. Irgendwann murks ich es ab. Es hechelt mir zu sehr. Ach komm, lass es hecheln. Egal. Oh, Kartoffeln. So, jetzt kommt los. So, genug. Es ist kein Ebenerzschwert. Das kann es nicht sein. Oder? Das ist Ebenerz. Es ist kein Ebenerzschwert, denke ich nicht. Ich bin gerade auf dem Weg nach draußen. Was ist das für ein Schwert? Wie kann ich das aufbessern? Ebenerz fordert. Erfordert. Gar nichts. Weil geht nicht. Was ist denn meiner? Fein. Konnte ich da nicht schon mehr? Was habe ich denn hier? 150, 150, 170.
Scheint, als hätte ich da erst was gemacht. Jetzt gehe ich hier auf... Hatte ich nicht Schmieden ganz weit hoch schon? Doch, 35. Zwergen, Ork, Ebenerz. Ich dachte, das ging... Ich hätte, glaube ich, eine Rüstung, mit der ich das machen konnte oder so. Nee, nee, ich weiß ja nicht. So, zum Glück hat er jetzt keinen getroffen. Das wäre es gewesen. Ach ja, mal wieder schön hier in meiner alten Stadt. Ja. Warme Getränke und warme. Ihr seht aus, als könntet ihr einen Schluck vertragen. Ja, aber nicht jetzt. Mit einem Wetttrinken unter Freunden. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Hallo. Was ist? Ich sagte doch, ich möchte nicht gestört werden. Bei den Göttern, ihr lebt ja noch. Ja. Aber ich habe gehört, eure Zuflucht. Bitte, ihr dürft jetzt nicht denken, ich hätte irgendetwas damit zu tun. Ich wollte, dass der Kaiser stirbt. Der wahre Kaiser. Das will ich immer noch. Es war Maro. Er... Kaiser, der echte Kaiser. Wo ist er? Ihr meint, nach alledem ist die dunkle Bruderschaft immer noch willens, den Vertrag zu erfüllen? Ja. Das sind ja verblüffende Neuigkeiten. Wunderbare Neuigkeiten. Der Kaiser befindet sich immer noch im Himmelsrand, aber nicht mehr sehr lange. Er ist an Bord seines Schiffes, der Kataria, die in der Bucht von Einsamkeit vor Anker liegt. Doch ihr müsst euch beeilen. Wenn es euch gelingt, an Bord dieses Schiffes zu gelangen und Titus Mede den Zweiten zu töten, wie vereinbart... Dann verrate ich euch, wo sich das Versteck befindet, das euren Lohn enthält. Bitte, beeilt euch. Das Schiff des Kaisers wird ewig vor Anker liegen. Hallo? Ich dachte, ich grüße mal die Leutchens. So, ich muss mal eben los hier. Ich habe keine Zeit. Zum blöde Rumtrödeln. So, scheiße, jetzt wüsste ich gerne, wieso, weshalb, warum.